Und dann müssen nur noch König Concord und Siempre Manduro die Box beziehen. Das ist jetzt geschehen. Alle Pferde in den Boxen. Da gibt es noch kleine Schwierigkeiten bei König Concord. Alle Pferde jetzt in den Boxen und Boxen auf Start zum sechsten Rennen, Start zum Krefelder Sprint Cup. Die Spitze übernimmt an der Innenseite zunächst Bayadera, außen ist aber auch Little Big Shot schnell dabei. Little Big Shot mit Bayadera, dann sieht man in vorderer Linie Al Quintana, Namera, Alpha hat den Platz verbessert, an der Innenseite Donnerschlag, weiter außen Smooth Operator und ganz außen König Concord. Am Ende des Feldes sieht man zunächst Ferro Sensation, so ist das Feld bereits im Schlussbogen. Little Big Shot an der Spitze vor Bayadera, die ist sehr eifrig, dahinter Alpha auf dem dritten Rang. Vierter ist außen Al Quintana, dann innen der Favorit Donnerschlag. Sechstes Pferd ist Birthday Prince, außen Namera, dahinter dann Charles Darwin mit ganz innen liegend. Das ist Ferro Sensation, am Ende des Feldes König Concord hinter Smooth Operator und hinter Siempre Manduro. So kommt das Feld schon gleich in Richtung der Zielgeraden. An der Spitze, Little Big Shot bricht hier etwas nach außen weg. Little Big Shot, innen kommt Bayadera in guter Haltung. Dahinter außen Birthday Prince, noch weiter außen versucht es Ferro Sensation, aber an der Spitze jetzt Bayadera. Bayadera führt, dahinter Little Big Shot, innen kommt Donnerschlag. Bayadera vorne, Bayadera und innen kommt Donnerschlag. Dazwischen Little Big Shot, Alpha ist dabei, ganz innen Charles Darwin. Aber außen ist Bayadera vorne, Bayadera an der Spitze. Bayadera führt vor Donnerschlag, der kommt nochmal. Aber Bayadera hier an der Spitze auf dem Weg zum Sieg. Bayadera führt vor Donnerschlag, dahinter kommt an der Innenseite Charles Darwin. Außen noch Little Big Shot, aber Bayadera gewinnt vor Donnerschlag. Dahinter Charles Darwin, dann Little Big Shot vor Ferro Sensation, Siempre Manduro, Alpha, Burst Prinz, König Concord, Al Quintana, Namera und Smooth Operator.